Wir haben wegen des Schnees und den Verspätungen auch von den Straßenbahnen Autogrammstunden verpasst, die wir eigentlich mitmachen wollten. Das tut mir leid zu hören, Spotted. Also was ist denn uncool, ja? Das ist, ich meine, ich hatte bisher Glück und noch wirklich, oder ich hatte von niemandem, von denen ich wirklich ein Autogramm wollte. Dementsprechend konnte ich sowas nicht verpassen, aber es ist dann einfach enttäuschend, kann ich mir vorstellen, ja. So als grundlegendes Gefühl, wenn du dir denkst, oh ja, ich treffe jetzt ich behaupte einfach mal Matt Mercer. Und dann kommst du halt nicht dazu. Wegen etwas, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Ja, ja. Problem war ja, dass über eine Woche vorher angekündigt wurde, dass das Wochenende nochmal kalt wird. Und für die kam es so überraschend, dass es ein erhöhtes Aufkommen an Fahrgästen gab. Ja. Ja, aber dass es kalt wird und dass es massive Schneefälle gibt, sind halt auch nochmal zwei Paar Schuhe. In meinen Augen. Ja, also, schwierig. Ich meine, Mod und ich, wir sind groß geworden mit, du kannst dem Wetterbericht für den nächsten Tag nicht trauen. Weil, ja, das sowieso. Als wir jünger waren, war dem auch einfach so, dass das solch eine exakte Wissenschaft geworden ist, in Anführungszeichen. Ist relativ neu für uns. Ja. Und da musst du dir vorstellen, für die, die sich an Bauernweisheiten gehalten haben, als Kinder. Dreht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist. So ungefähr, ja. So. Die geilste Bauernweisheit, die ich kenne, weil die ist wahr. Die trifft immer zu. Ich hasse Boston Souls Like spielen. Ja, gut, da kenne ich dich. Ah, okay, mein Stream, das hat sich gerade wieder aufgehangen. Yay. Das muss ich mir im Nachhinein. Ich bin noch live, nicht? Ich frage dich da jetzt einfach. Also bei mir bewegst du dich auf dem rechten Monitor, von daher ja. Okay. Ansonsten darf man die jüngeren Klassen nicht allein lassen, die würden sich totprügeln. Kannst du den Rest vorlesen? Ich hoffe, den nicht. Meinst du jetzt den Rest von derselben Nachricht? Weil davor war nichts zu dem zu der Thematik. Von derselben. Ah, jetzt habe ich das gerade bekommen. An meiner ehemaligen Schule darf man die jüngeren Klassen nicht allein lassen. Die würden sich totprügeln. Unser Rallye-Lehrer war ein extrem ruhiger Mensch, der dann mal extrem laut werden musste, weil der eine Schüler dem anderen fast auf den Kopf gesprungen wäre. Ich meine, ja, passiert. Bei mir war es so, ein Mitschüler hat einem anderen Mitschüler den Arm gebrochen. So, weil er konnte. Also eigentlich nicht, weil er konnte, es war so, war eine Form von Missverständnis. Dude ging halt irgendwie davon aus, dass ihm der Mitschüler auf einen Stuhl gespuckt hätte. So, und der Mitschüler, ich nenne ihn mal jetzt Dennis, er dachte halt, Dennis hätte ihm auf den Stuhl gespuckt, und Dennis ist halt eine Art von Mensch, wenn er so ein bisschen merkt und sieht, komm, ich kann hier ein Späßchen treiben, dann macht er das auch. So, aber ich nenne den anderen Schüler jetzt mal Wladimir. Wladimir hatte halt keinen Bock auf Spaß. So, sondern der wollte wissen, hat er mir auf den Stuhl gespuckt, ja oder nein. So, und dann hat Dennis ein bisschen rumgespäßelt und Wladimir hat zugeschlagen mit einem Schlagstock, den er in der Tasche hatte. Oh. Ja, Wladimir war dann nicht mehr lange auf der Schule. Ja, ja, das glaube ich. Ja gut, mein Bruder hatte damals, kurz nach der Wende, um mal so ein bisschen auch mitzuzeigen, wie viel Altersunterschied zwischen meinen Geschwistern und mir herrscht. Mein Bruder ist gerade auf die Oberschule gekommen, als hast du Dirt mit zur Wende kam. Hast du Dirt mit Winter, was du einfach mal kurz rauswerfen kannst? Ja, habe ich. Warte, ich mach's mal hier drüben für wegen des Kobbel. Ich habe einiges an Dirt im Inventar. Der Kobbel hätte mich nicht gestört. Genau, so. Ja, aber es macht es halt einfacher, so, weißt du, wenn dein Inventar nicht durch den Kobbel noch. Na, ich hatte es vorbereitet. Wird. Ich hatte alle leeren Punkte mit Erde vollgemacht. Deswegen. Okay. Ja, dann. Ja, dann.
Also kurz nach der Wende. Ja, also, genau, kurz nach der Wende ist mein... kurz vor der Wende ist mein Bruder in Oberstufe gekommen. Aber laut dem Westen waren die Schulen im Osten ja alle scheiße, so nach dem Motto. Und ja. Die Schule meines Bruders wurde tatsächlich dicht gemacht. Also musste er an andere Schule. Oh. Und konnte sich die aber nicht selbst aussuchen. Ich meine, selbst wenn, ne, damals, 1989, sowas wie Internet gab es halt nicht, um sich da schlau zu machen. Jedenfalls wurde ihm halt quasi zugewiesen, auf welche Gesamtschule er dann gehen sollte. Und diese Gesamtschule hatte auch damals schon einen sehr hohen Anteil an Türken. Was generell erstmal nichts Schlechtes sein muss. Aber meine Mutter wurde dann einmal in die Schule beordert, weil in der Tasche meines Bruders ein Butterfly-Messer gefunden wurde. Hm. Und seine Aussage unserer Mutter gegenüber war dann wohl, ja, meinst du, ich lass mich von denen abstechen, ohne mich wehren zu können? Ah, hervorragend. Ja. Vorurteile und negative Einstellungen. Nee. Nicht, weil es Türken waren, sondern weil es halt so tatsächlich dort abging. I know, Gesamtschule. Also, auf der Schule, ja, also... Eine jede Schule hat ja so ein bisschen den Ruf, Hauptschule hat heutzutage den Ruf, dass viele Assis von dort herkommen. Das Gymnasium hat den Ruf, dass dort halt einfach keiner Idioten sind, was true. Ja, absolut. Ne, und Gesamtschule ist halt einfach... Nee. So, du willst nicht auf einer Gesamtschule sein. Auf der Gesamtschule sind halt alle so ein bisschen vertreten und das funktioniert nicht. Ja, das ist genau das Problem. Also ich meine, meine Schule war quasi, das hatte quasi, oder nicht quasi, hat eine Realschule, keine 100 Meter davon entfernt, dort stehen. Das war früher eine Mädchenschule. Und zwar auch ein Gymnasium, glaube ich, war es, Mädchengymnasium. So, das wurde dann halt zu einer Realschule. Und die Realschüler sind dann halt immer wieder bei uns zum Gymnasium gekommen, weil unsere Cafeteria einfach besser war als deren. Mhm. So, aber dementsprechend haben die auch Unfug getrieben. So zum Beispiel hat man einem Klassenkameraden oder einem ehemaligen Klassenkameraden von mir das Jochbein gebrochen. So, hat sie, ne, Pausenaufsicht hat sich umgedreht, der Realschüler hat den gesehen und hat einfach zugeschlagen, ohne Grund. Okay. So, das ist halt quasi, was eine Gesamtschule so ein bisschen ausmacht, was ja, ich meine, grundlegend würde ich sagen, dass das Schulsystem in Deutschland nicht wirklich schlecht ist, aber man sollte doch noch mal ein bisschen dran feilen. Ja, definitiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Einteilung in Hauptschule, Realschule, Gymnasium zu früh. Ich glaube, mittlerweile ist sie ja noch früher. Oder ist bundeslandabhängig, eins von beidem. Ja, also ich weiß, ich bin damals, habe in der 7. Klasse auf dem Gymnasium gestartet. Ich bin der Meinung, mittlerweile passiert das ab der 6. Ich weiß es aber nicht genau. Ich war ab der 5. auf dem Gymi. Ab der 5.? Wow, okay. Eine 4 Jahre Grundschule und dann Gymi. Und das war normal. Also ich weiß halt nicht, ob das eventuell einfach wirklich vom Bundesland abhängt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich persönlich empfinde das als zu früh. Und ich bin der Meinung, dass man so eine Einteilung gar nicht machen sollte. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, dass
des Gesamtschulen mit deren mit deren studiumsartigem System, ne, dass halt, hey, wenn du so und so viele Punkte Ende 10. Klasse hast, dann kannst du mit der 11. weitermachen. Mhm. Ja. Finde ich ziemlich gut. Grundsätzlich. Ja, also ich denke, das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, das so zu machen. Und du hast dann halt auch weniger Ausgrenzung von Leuten, weil ich meine, bei mir war es nicht so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt, also gut, was heißt bei mir war es nicht so, in der Grundschule, die Leute, die offen gesagt haben, dass sie Richtung Gymnasium wollen, wurden halt schon als Streber bezeichnet. Und dadurch in gewisser Form ausgegrenzt. Andersrum haben die, die aufs Gymnasium wollten, häufig nicht so viel mit denen, die es halt fürs Gymnasium nicht geschafft haben, zu tun haben wollen. Natürlich nicht immer. Ja, ganz klar. Aber die Grüppchenbildung war da. Sie existierte und das ist doof. Ich mag keine Grüppchenbildung. Nicht bei sowas. Verständlich. Ich werde nochmal die Dingsens umschieben, die Grenze. Übrigens. Okay, dann gehe ich meine Schaufel doch reparieren. Ich kann natürlich mit dem Punktesystem nichts sagen, weil ich das halt einfach nicht kenne. Ich weiß es auch nur durch einen Kumpel, der halt auf einer Gesamtschule war, der nicht der nicht in die Oberstufe zugelassen wurde, weil er in Englisch zu wenig Punkte hatte. Für mich ist, oder ich sehe das Problem halt, ich war kein guter Schüler. Ich habe halt das Abitur trotzdem gemacht und geschafft, einfach mit minimalem Aufwand, von meiner Seite aus. Was soll jetzt kein Flex sein, sondern nur ein, ich habe mich nicht bemüht, ich habe es bekommen. Ja, aber bei mir war es tatsächlich eher das Problem, ich hatte in der Grundschule meine Einsen, ohne mich bemühen zu müssen. Mhm. Und habe daher nie wirklich gelernt, wie man ordentlich lernt. Bin ich bei dir. Hatte eine Klasse übersprungen in der Grundschule. Und dadurch hatte ich arge Probleme auf dem Gymnasium. Ich bin relativ schnell auf den Dreierschnitt gesackt. Mhm. Konnte den halten, darf man ganz abgesehen, aber ich meine, Dreierschnitt ist jetzt halt auch nicht, nichts, womit man angeben könnte. Und hab dann auch mit einer 3,1 mein Abi gemacht. Solide. Also, mich hat's hart gewurmt. Bin ich ehrlich. Kann ich verstehen. Ich war genervt, aber wie gesagt, ne, ich hatte halt nie vorher die Gelegenheit, mir, ich sag mal, Lernstrategien anzueignen. Und auf dem Gymnasium war es zu spät. Da war ich zu sehr in meinem Trott drin, als dass ich da irgendwas noch hätte ändern können. Also bei mir war es halt so, vieles von dem, oder hätte ich gelernt, hätte ich vermutlich einen Einserschnitt haben können. So. Aber das Ding war für mich einfach, ich kam mit relativ guten Noten durch, ohne dass ich dafür lernen musste, einfach weil bei mir war halt viel, ich sehe gerade dein Tor. Bei mir war halt viel einfach nur passives Lernen. So, Englisch habe ich
absolut passiv gelernt. Ich war bis zur Oberstufe ein 4er bis 4- Schüler in Englisch. Ich hatte die Grundlagen beigebracht bekommen von meinem Lehrer, so, also das seine Schuld. Dementsprechend konnte ich darauf aufbauen. Indem ich halt YouTube-Videos und ähnliches geschaut habe. Damals halt Thomas Tomska Ridgewell. Tobaskis. Ne, weil die halt beide sehr schnell Englisch gesprochen haben und du dementsprechend das lernen musst. Ne, und dann über Geschichte habe ich kritisches Analysieren gelernt in der Schule her, sodass ich das dann halt auch auf Deutsch und auf Englisch umkrempeln konnte, wenngleich ich in Deutsch immer noch ein 4er Schüler war, weil I guess fuck Deutsch. Ja, sehe ich genauso. So in Mathe ist halt sehr logisch. Richtig. Das Thema hatte ich letztens auch erst nochmal mit, ich weiß nicht wem. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich da gesprochen hatte, aber was viele Leute offenbar nicht verstehen, ist, dass Matheunterricht in der Schule nicht dafür da ist, um dir Mathe beizubringen. In keiner Form. Weil Mathe ist, reine Mathematik ist Formeln auswendig lernen und anwenden. Und das Wichtige hier ist das Anwenden. Matheunterricht in der Schule soll dir beibringen, das bereits Gelernte, ne, Formeln, die du kennst, auf Neues anzuwenden. Die logischen Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und nutzen zu können. Ist halt für Problemlösungen, ne, dass du ein bisschen lernst gemeint. Das Problem, so ein bisschen, was halt Mathe dabei bietet, das wird dir halt von niemandem so erklärt. Das sagt dir niemand so. Und dadurch kann ich verstehen, warum viele Schüler keinen Bock drauf haben. Dazu kommt auch noch leider das Problem an der Mathematik ist, dass dir das beigebracht wird mit zum Teil schwierigen Konzepten. So, bei mir war es zum Beispiel auch gerne so, ob das jetzt an den Lehrern lag oder an mir oder an einer Kombination aus beiden, einige Konzepte fielen mir sehr schwer, als ich sie das erste Mal beigebracht bekommen habe. So, und dann, wenn man, als ich älter geworden bin, so und hab das Konzept nochmal gesehen, habe ich gesehen, wie logisch und einfach das eigentlich ist. So einfach, weil mein Kopf sich weiterentwickelt hat, weil, sind wir mal ehrlich, ja. Hier muss ich auch irgendwo entwickeln. Ja, klar. Sag mal, hast du schon in irgendeiner Form eine Kiste für Kohle? Ja. Weil wenn, dann finde ich sie gerade nicht. Hinterste Reihe müsste es sein. Hinterste Links. Reihe? Ja. Nichts. So, ganz kurz einmal das, was spottet. Geschrieben hat, durchgehen. Es war zumindest im Neidezentrum angekündigt, dass es nochmal schneien wird und am Mittwoch, Donnerstag war es auch ersichtlich, dass es eine ganze Menge Schnee geben wird. Ja, öffentliche Verkehrsmittel, Städte und so. Ja, gut. Er hat die Schüler wohl mehrfach aufgefordert aufzuhören und es gab keinen wirklichen Grund, dass die beiden sich geprügelt haben. Das sind die Jungs prügeln sich einfach. In der Grundschule hat ein Schüler mal unsere Mathelehre mit einem Dartpfeil bedroht. Der Schüler war höchstwahrscheinlich ein bisschen... Ich meine, ich mag das Wort gestört nicht wirklich nutzen, weil es so eine negative Konnotation bekommen hat über die Jahre, aber vermutlich hat der Schüler äußerliche Probleme gehabt, die er nicht wusste auszudrücken und dementsprechend auf Gewalt zurückgrief. Bei uns ist ab der 5. Und bei uns gibt es eine Oberschule und Gymi. Ich meine, grundlegend das Problem an dem System hinter wie schimpft es sich? Hauptschule, Realschule und Gymnasium liegt darin, dass es aus einem archaischen Zeitraum kommt. Ja. Früher war Hauptschule Handwerker, Realschule, Büroarbeiter, Gymnasium, Professoren und dergleichen. Alles, was studieren wird. Genau. Ne, so zum Beispiel guter oder mit einem Realschulabschluss, mein Patenonkel zum Beispiel, einen Realschulabschluss gemacht und ist damit Polizist geworden. Mein Vater hat einen Hauptschulabschluss gemacht und ist jetzt im gehobenen Dienst. So, weil halt das damals eine andere Konnotation hatte. Das Problem ist halt,
es wurden halt Menschen aus oder Menschen mit Migrationshintergrund quasi in die Hauptschule gesteckt, weil Integration so ein bisschen fehlgeschlagen ist. Was halt ein gesellschaftliches Problem ist. Dafür kann man nicht auf eine Person zeigen und sagen, oder auf eine Bevölkerungsgruppe zeigen und sagen, die sind schuld, sondern das ist etwas, wo die Politik mit versagt hat. Ja. Ich kann immer noch nicht gut lernen, weil mir das Zeug in der Schule dann doch manchmal zu einfach fiel. Wird das Wort überhaupt mit H geschrieben? Google es. Dann kannst du lernen. Nein, wird es nicht. Viel kommt von fallen und da ist nirgendwo ein H mit drin. Viel müsste auch ohne H geschrieben werden. Weil IEH ist sehr selten. Ich wüsste es gerade. Das sieht komisch aus mit H. Aber auch ohne H sieht es komisch aus. Hm. Ich wüsste es gerade aus dem Kopf nicht. Tatsächlich. Was wollte ich? Achso, ich wollte Dingsens nochmal Steine mitnehmen. Er ist auf eine andere Schule gekommen und sich auch gebessert, wenn ich mich nicht irre. Ja, es ist halt aus Kinder aus den 80ern und 90ern sind halt Kinder, und ich weiß, das wird ein bisschen doof klingen, die aus Secondhand Abuse kommen. So, weil dessen Großeltern haben den Krieg als Kinder erlebt, dementsprechend das nicht verarbeiten können, haben das an deren Kinder weitergegeben und die Eltern haben das dann wieder weitergegeben und dementsprechend können halt solche Probleme entstehen. Wir haben als Gesellschaft uns jetzt aber in die Richtung entwickelt, dass wir versuchen, Probleme, auch psychische Probleme, ernster zu nehmen und dass man die angeht und dass psychische Gesundheit tatsächlich ein wichtiger Aspekt im Menschsein ist. Was bin ich sehr froh drüber. Ja, ja. Definitiv. Und dann gibt's auch einfach Kinder, die sind halt ein bisschen schwieriger, so, und da muss man halt die Energie und den extra Aufwand für haben. Und wenn die Eltern das nicht können, weil aus welchen Gründen auch immer, dann müssen die sich Hilfe suchen. Punkt. Mhm. Gibt den Ausdruck, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und dann sucht ihr Hilfe. Ja. Ich bin eher so unfähig, was Rechtschreibung angeht. Ich meine, du bist auch aus dem Osten. Ejo! Was hast du gesagt? Sie ist aus dem Östen. Sie sind Ösi. Ja, 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 ja. Nenne mir eine sächsische Wurstspezialität mit Ü. If Schnitt. So, 1, 2, 3. So, 3. So, 3. 1, 2, 3. Wobei ich so ein bisschen bei dir bin, was Rechtschreibung angeht. Ich finde Rechtschreibung zwischendrin auch schwer. Liegt daran, dass ich zwischen Sprachen zwischendrin hin und her wechsle in der Rechtschreibung. Ja. Also, womit ich, was Schreiben angeht, immer noch die meisten Probleme habe, ist Kommasetzung auf Englisch. Verständlich, ja. Ist furchtbar. Ich finde die auf Deutsch ein bisschen schlimmer. Das Problem ist, ich setze Kommata nach Gefühl. Mhm. Im Deutschen sind die alle richtig. Im Englischen sind es viel zu viele, die ich setze. Ja gut, wir haben halt in Deutschland die guten alten Schachtelbausatzkasten. Ja, oh, ich liebe ihn. Funktioniert so gut. Ja, von der guten alten Mutter Agathe. Was hat Rechtschreibung mit Osten zu tun, weil die hier alle sechseln und was auch immer? Genau.
weil ihr dort nicht mal Hochdeutsch sprechen könnt. Um fair zu sein, Westdeutsch kann es auch nicht. Ja, hier. Schätzelein. Westdeutsch kann das auch nicht. Ich geb dir aber gleich mal was. Ne, wenn, ja? Wenn du nach. Ich mein, wenn du hier in die Dialekte kommen willst, wa? Kick dir mal Bayern an. Ist Westen. Ich meine, ja, ist nicht Deutschland, aber trotzdem. Bayern ist Osten. Ich meine, was die Ost-West-Trennung angeht. Ach so. Bayern ist Westdeutschland. Damals gewesen. Ja, na. So, ich höre dann jetzt aber auch mit dem Berliner Dialekt auf. Ich weiß nicht. Im privaten Umfeld nutze ich den unbewusst ständig. Aber ansonsten gar nicht mehr. Ich rede Hochdeutsch. Durch und durch. Ist einfach angenehmer. Meine Schwester hat halt Westdeutsch angenommen. In vielen Aspekten. Und nicht gut. Ja. Also die Ossis haben angefangen, Deutsch kaputt zu machen. Und die Wessis haben sich gedacht, will auch. Nee, das kannst du so nicht sagen. Das kannst du so absolut nicht sagen. Ich meine, Dialekte gab's schon immer, die gibt's überall. Und die haben sich halt einfach nur mehr oder minder vermischt. True, ja. Ich meine, Berlinisch, wie es offiziell wohl heißt, ist halt nicht mal ein Dialekt, das ist ein Metrolekt. Ja. Ja, und ich liebe ihn. Ganz ehrlich, ich finde, das klingt geil. Aber ich weiß, dass viele Leute den... Ich weiß, viele Leute finden, der klingt asozial. Eine meiner Deutschlehrerinnen auf dem Gymnasium gehörte dazu. Das, so. Muss ich gestehen, das verstehe ich aber nicht. Berliner Schnauze finde ich... Während es ruppiger klingt zwischendrin, ja. Ist kein asozialer Dialekt. Wie gesagt, da, schau dir NRW an. Schau dir Ruhrpott an. Die Jungs und Mädels hier, das ist asozialer Dialekt. Nee, also da ist halt wirklich die Sache. Berlin, wie gesagt, Metrolekt, hier ist so viel drin vermischt. Was wir reden. Einfach weil halt so viele Leute aus ganz Deutschland nach Berlin ziehen, ihren eigenen Dialekt mitbringen, in ihrem eigenen Umfeld mitverbreiten und das verbreitet sich halt immer weiter. So, beziehungsweise verbreitet haben, damals. Und finde ich halt interessant, sowas. Aber wie gesagt, ich hatte eine Deutschlehrerin, die Frau konnte ich vorher schon nicht wirklich leiden. Und dann Unterrichtsthema Verbreitung der deutschen Sprache in Deutschland. Und der Bereich, in dem ich und icke gesagt wird für das Wort ich, schließt halt Brandenburg mit ein, aber nicht Berlin. Das ist Mumpitz. Melde ich mich? Entschuldigung. Gehört da nicht eigentlich Berlin noch mit rein? Ja, aber schon lange nicht mehr, weil nur noch der ungebildete Teil Berlins Berlin hat ja noch. Damit hat die Frau in nicht mal 10 Worten meine gesamte Familie beleidigt. Und ich bin harter Familienmensch. I don't know, das sind so Sachen. Ja. Egal, was du sagst, right? Damit trittst du einfach ein Fettnäpfchen. Punkt. Ja. Du zeigst und, damit einfach, dass du ein Arsch bist. Ja, und vor allem als Lehrer geht man eigentlich davon aus, dass das und dass da irgendwo eine pädagogische Ausbildung mit enthalten war. Nur der ungebildete Teil Berlin hat noch. Ja, nur der ungebildete Teil Berlins Berlin hat noch. Nee, also... Ich musste sagen, dass ich Frau gefressen hatte, oder? Ab dem Zeitpunkt.
So, natürlich im bildlichen Sinne, nicht im wörtlichen, aber wollte ich nur noch mal klargestellt haben. So, wenn ich darüber nachdenke, mein Patenonkel, vorhin erwähnt schon mal, die Rückkehr des Patenonkels, der redet halt auch einen norddeutschen Dialekt und dementsprechend auch sein Kind. Wenn es halt so mit großgezogen wird, dann vielleicht wirst du ihn nicht durchgehend sprechen, aber du wirst ihn auf jeden Fall beherrschen können dann. Richtig. Eben drum. Ja, als Kind, ich habe nie von einem Baum gesprochen, das war immer ein Boom. Immer. Der Boom. Der Boom. Der Boom. Ach, OBS hat sich wieder aufgehangen. Einfach, meine Mutter kommt ursprünglich aus Brandenburg. Mhm. Ihre eine Nachbarin kommt aus Hessen. Ich bin die, und das ist die Nachbarin, mit der wir mit am meisten zu tun hatten, von unseren Nachbarn. Das heißt, ich bin effektiv mit Hessisch aufgewachsen. Weil sie, das Hessisch ist bei ihr immer noch verdammt stark, obwohl sie seit länger in Berlin wohnt, als ich lebe. Aber krieg's halt nicht mehr raus. Alle Hessische sind Verbrecher, so. Die klauen Aschebecher. Ja, aber es klingt halt cool und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich so ein großer Fan von Dialekten generell bin. Gibt Ausnahmen. Ja, bayerisch ist ganz witzig, kann ich mir aber nicht lange anhören. Verständlich, ja. Sächsisch ist so eine Sache. Ich weiß, die meisten, die ein krasses Sächsisch reden, haben zusätzlich noch eine nervige Stimme. Na, das ist der Dialekt. Gefühl. Ich weiß nicht, ob es am Dialekt liegt oder ob das wirklich, ne, ich kann es mir nicht allzu lang anhören. Ein Dialekt, mit dem ich echt Probleme habe, ist platt. Das ist schade. Er klingt voll cool, aber ich verstehe nicht viel. Das ist mein Problem mit platt. Und ich hatte mal eine Mitschülerin, die kam ursprünglich auch irgendwo aus dem Ruhrpott. Ich weiß nicht mehr, woher genau. Und nach den Sommerferien, irgendwie erster, zweiter Tag nach den Ferien, nach der Schule auf dem Weg zum Bus miteinander gequatscht. Und sie halt in ihrem Ruhrpott-Dialekt, was auch immer das genau war, gesprochen. Es war kein Kölsch, das hätte ich erkannt. Und ich brauchte halt erstmal einen Moment, um mich dran zu gewöhnen. Sie hat sich auch entschuldigt. Ich meine, du, entschuldige dich dafür nicht. Ja, ich meine, das ist halt irgendwo auch so ein bisschen mit deiner Tradition, sag ich mal, oder Tradition deiner Familie. So. Und ich brauche halt nur einen Moment, um mich dran zu gewöhnen. Jo. Und dann ist das halt kein Ding. Und es ist halt auch kein Ding, wenn man sich dran gewöhnt hat. So. Kommt halt nur drauf an, ob man sich dran gewöhnen möchte oder ob man sagt, nee, ist ja doof. Sprich mal Hochdeutsch. Beziehungsweise sprich mal richtiges Deutsch, ey. Sprich Deutsch, du Hurensohn. Ja, wo ich mir dann denke, Volker Pispers ist dir sicherlich ein Begriff. Nee. Nee? Oh. Habe ich jetzt fest mit gerechnet. Verdammt guter Kabarettist. Politischer Kabarettist. Mhm. Und hat halt auch einmal in seinem Programm mit drin gehabt, so über Immigranten, ne? Ja, und dann sagen die Leute, aber wenn die wenigstens vernünftig Deutsch reden könnten. Vernünftig Deutsch? Was ist das? Wo wird das gesprochen? Ja. Stellt euch doch mal vor, ein Mann aus Bayern versucht am Kölner Stammtisch mitzureden.
das wird nicht funktionieren. Das ist im, die AfD hatte mal irgendwann einen Vorschlag gebracht. Und wir wissen ja, alle AfD-Vorschläge sind immer keine Deppert. Schlaf gut, Spotted. Ja. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Gute Nacht, Spotted. Und es ging um, 100% sicher bin ich mir nicht mehr, es hatte aber die deutsche Sprache als Hauptkern. So, und da hatte sich ein anderer Abgeordneter hingestellt und sich gedacht, fickt euch. Mit Verlaub. So, onanieren sie sich selbst hinfort. Und dann eine Rede auf Platt gehalten. Einfach mal, um zu zeigen, Deutsch ist nicht Deutsch. Wir sind die Bundesrepublik. Wir sind ein Zusammenschluss aus 16 Bundesländern. Jedes dieser Bundesländer hat seine eigene Kultur und diese beinhaltet auch einen eigenen Dialekt. Richtig. Und dementsprechend gibt es nicht eine deutsche Sprache, sondern wir haben 16 unterschiedliche Facetten der deutschen Sprache in Deutschland. Und dann können wir uns nochmal weiter Richtung... Sogar noch mehr. Ja. Mindestens ja, wir haben 16. Wir haben sogar noch mehr, weil allein Fränkisch und Bayerisch unterscheiden sich. Ja. Sie sind sich ähnlich genug, dass ich den Unterschied nicht hinbekomme. Immer wenn ich versuche zu fränkeln, rede ich Bayerisch. Ich schaff's nicht. Und hallo Nord. Hi Nord. Aber ja, eben, wir haben mindestens 16 unterschiedliche Sprachnuancen. So, dann kannst du nicht sagen, die deutsche Sprache, nein. Nee. Ich meine, wenn du dann halt sogar noch weiter Richtung Süden guckst, ne, nach Österreich, die sprechen auch Deutsch. So, aber das ist halt nicht das Deutsch, was im Norden gesprochen wird. Das ist auch nicht wirklich das Deutsch, was in Bayern gesprochen wird. Ne, dann schaust du dir Schweizerdeutsch an. Ist auch Deutsch. Aber auch in eine aber sehr andere Form von die Schweizer. Na, dann schaust du dir andere germanische Sprachen an, die halt auch Wurzeln mit im Deutschen haben, mit Niederländisch, mit Flämisch. Ja. So, ist auch nah an Deutsch. Ja. So, ist halt auch eine germanische Sprache. So, wo auch Deutsch herkommt. Dementsprechend einfach so diese Aussagen, dass man, ich meine, natürlich kann man andere aufziehen, so wegen ihrer Dialekte. So, und ich finde, das ist auch einfach ein gesundes Zeichen, dass man das macht. Ja, richtig. Ja, ich meine, solange man es nicht böswillig meint, sondern wirklich einfach humoristisch, kein Ding. Absolut nicht. Ja. Aber es ist halt einfach absolut dumm. Einen deutschen Dialekt, den man Hochdeutsch nennt, als das Deutsch zu bezeichnen. Ja. Ja. Und alles andere zu ignorieren. In älteren Filmen aus Hollywood gab es einen Dialekt, der nennt sich Transatlantisch. Der existiert nicht. Der wird nirgendwo gesprochen. Der ist eine Mischung aus einem standardamerikanischen Dialekt und einem britischen Dialekt, der entwickelt wurde, damit man so ein bisschen von beides abholt. So, und daher kommen halt, das ist quasi der alte Filmdialekt aus den Vereinigten Staaten, so den man kennt. Ah, okay. Ah. Und ähnlich ist es, wenn man sagt Hochdeutsch. Hochdeutsch existiert nicht wirklich. Wir haben eine Idee davon und man kann diese Idee sprechen, aber sie existiert nicht in der Praxis. Ja, so. Richtig. Hochdeutsch ist eigentlich eine künstlich erschaffene Sprache. Ja. Hochdeutsch ist quasi Oxford-Englisch. Ja. Das ist das, was als Sprache beigebracht wird, was aber so in der freien Natur nicht existiert. Weil jeder hat seine eigenen Nuancen drin. Ja. Ich nutze viel noch vom norddeutschen Vokabular, was ich dort aufgegriffen und aufgeschnappt habe. Ja, ich meine, nicht umsonst gibt es einfach
zig unterschiedliche Begriffe für das, was ich als Berliner Bulette nenne. Was im Norden eine Frikadelle ist, was in Bayern ein Fleischpflanzerl ist und in Franken ein Fleischküchle. Ja. Hallo, so. Nuance. Not, du bist eine ganz besondere Nuance.